Moin, mein Kapitän, es geht weiter bei Welt of Warship. Mit dir, Placke, will diesmal wieder ein bisschen alleine fahren. Ah, es ist relativ aber spät, aber wo wir das Video machen, ist es späten Nachmittag. Und wir sagen, heute fahre ich mal ein bisschen Plackebild. Ich habe jetzt mal letzten paar Tage, kann man sagen, ein bisschen gespielt und es wurde langsam mit dem Schiff frustrierend. Ganz einfach, weil wir sind Schiff. Teilweise bin ich Top Tier mit dem Schiff und da teilweise Low Tier teilweise auch. Und mit Tier 8 Schiffen, sag mal, allgemein kommt man sehr häufig in 10er Matchup, sonst mit Flugzeugträger. Als Flugzeugträger im High Tier Bereich ist es ziemlich sehr extrem nervig. Weil teilweise die Flugabwehr ist doppelt so stark und ich kann nur bestimmte Schiffe wirklich einfliegen. Meist, wenn die Flugabwehr halbwegs zerstört ist, dann könnte ich ja anfliegen, aber es gab Gründe, es war nicht mehr feierlich. Also mal, und wenn ich Top-Tier bin, auch ist super, aber das Problem ist, wenn ich Top-Tier bin, verliere ich komischerweise immer. Ist immer so fraglich. So, diesmal bin ich diesmal wieder Top-Tier. Mal gucken, wie es wird. Sonst, immer Top-Tier war, habe ich komischerweise leider immer verloren. Ist bisschen eigentlich immer ein bisschen schade. Oder wenn war das Teil war rund, das war relativ sehr ganz knappe Sieg beinahe. Das war teilweise ziemlich sehr, auch leider schöne Niederlagen dabei, aber es war auch verdammt knapp gewesen. So Befehle. 30 Bedienungen. Das ist ja einfach. So. Die Karte, ich weiß nicht, die Karte haben sie ja überarbeitet. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir mit dieser Karte am besten spielen sollen. So. Zeitzerstörer, mal gucken. Ich gehe mit einem Schlachtflugzeug, also das ist eigentlich eher Jäger. Schlachtflugzeuge sind eigentlich eine ganz andere Klassierung. Muss ich überlegen, ich habe ja früher so mal viel Wasserland gespielt. IL-2M, das war ein Schlachtflugzeug, glaube ich, von den Russen. Also kann man sagen, das war wirklich ein schwerer Jäger, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie es genau ein Schlachtflugzeug richtig klasseriert wird. Deswegen muss man bestimmt richtig mal wirklich mal nachgucken, wie man die Klassierierung richtig erkennen kann. Für mich sind das eigentlich eher Jäger. So, ich bin entdeckt. Gucken. Da ist eine Bismarck. So, ich bin jetzt hier zu. Gucken. Da habe ich schon mal den ersten Freund schon gefunden. Hallöchen. Eine Kampfkurve. Whoop. Ah, das war jetzt nicht so, wie ich es haben wollte. Ja, jetzt könnte ich ja wieder schießen, eigentlich jetzt versuchen, irgendwie den zu treffen. Ja, es ist immer so Pi mal Daumen immer. So, gehen wir hier mit Besuch bei die Mexiko mal. Bisschen Damage gemacht, aber nicht viel. So, sagen wir hier mal die Bomber nehmen und mal die York mal so begrüßen mal. Oh, wurde schon platt gemacht. Auch nicht schlecht. Oh,
Unterstützt sich mal die Leute bei Dings. Bei C. Weil hier sind welche Flieger. Ah, die wollen eine Idee, um uns zu zerstören nehmen. Alles klar. Hängt im Nebel. Will den haben, aber versuche ich ihn zu vermeiden. Geht er hier Doppelschütze hier von uns? Okay. Das ist okay. Der greift dann also schon näher an. Weil dann hieß er ja eine Cleveland, da üblich ja zweimal, das da hinzufahren. Aber ja, hinzufliegen. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Ich muss mal nach da fahren. Da sind so viele Schiffe, da glaube ich, überlege mich doch lieber hinzufliegen. Dann fliege ich hier über A. Das ist nur eine Bismarck. Ja, der Bismarck auf Lehm ist geht. Warum ist die Leute eigentlich auf Bismarck Lehm? Das verstehe ich nicht. Das macht doch eigentlich doch keinen Sinn. Oh, die Roma, die ist alleine. Das ist der Abflugswinkel. Alter, bei den Britenbomber muss man echt die komplette Schisslinge nehmen. Sonst treffen die Bomben nicht so schön. Boah, schön, gleich mal abgefackelt. Wenn wir ein paar Treffer. Meine Bomben wären wir wahrscheinlich drauf gegangen. Da komm, ich geh lieber nach Hause. Mir fehlt ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, bei den CV extra separate Schalter geben kannst, so zwischen Flugzeuge und Träger wechseln kannst, um die Flugabwehr wenigstens auszustellen, auszurichten. Teilweise kannst du es dann machen, wenn du die Fliegerkunde, wenn du keine freie Hand hast, gerade. Oh. Okay, unser Schlachtschiff ist leider ein bisschen Fehlplatz. Hier sind wir relativ gut durchgedrückt. Weil der Schiff keinen Augenblick. Okay. Ich hab ihm wenigstens am Wassereinbruch reingedrückt. Das ist wenigstens schon mal die Hauptsache. Hat schon repariert, das ist schon auch nicht schlecht. Jetzt hat er den Wassereinbruch jetzt repariert. Jetzt kann ich mit meiner Haibomben bis man erstmal richtig schon mal hart nerven. Erstmal
Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum unser Dings da nur weit rumgeburgt ist. Ist die Bismarck? Es wird erstmal die Bismarck erstmal hardcore genervt. Wegen blinden Torpedos muss er sie leider drehen. Das ist gerade ein bisschen leicht bescheiden gerade. Ich hab mich jawohl und sei einmal abgefackelt. Nee. Weg, 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 weg von der Anti-Air. Weg, 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 weg. Zum Glück ist die Anti-Air bei der Bismarck nicht so hoch. So. Soll ich meinen Torpedobomber wieder rausschicken? Ja, die Bismarck ist jetzt so weit abseits. Uns eigentlich gar nicht hinterher zu jagen. Würde ich gerne noch helfen. So. Sollen wir dann noch auf die Oma, weil die Bismarck ist komplett abseits von den Schuss. Und sehe ich gar nicht, die Bismarck irgendwie weiter zu jagen. Oh, die Oma, die fährt rückwärts. Oh, das finde ich aber sehr nett. Einmal so ein Bock, das ist schön. So. Also, kann ich reparieren, das ist schon mal gut. Er kann nicht reparieren, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Der gewinnt wenigstens mal Damage. Jawohl. Ja, es sind nur noch der Zerstörer und die Bismarck übrig. Ich gehe gleich mit meinem Schlachtflugzeug gleich mal auf die D-Jagd mal. Erstmal die Bismarck hier wegnehmen. So.
Das war doch ein Fehler. Ah, nicht abgefunden. Das ist ein bisschen schade. So, mal gucken. Also, oh. Voll. Gleich in meinen Bombenteppich gleich reingelenkt. Das war's aber nicht, Bismarck. Nice. Also, das gibt man schon. Das ist immer ganz nett. So, jetzt gehen wir hier mal langsam mal auf die D-Jagd mal. Oh, jawoll. Ja, das ist der Stirr, okay. Das ist übrigens offen, das kann ich übrigens auch viel schöner anfliegen. Auch. Jawohl, Werfer zerstört, das ist auch, auch schon mal ganz gar nicht schlecht. So. Ach! Da bin ich aber gespannt. Wie viel hat er nicht mehr? Setze ich mal einen Punkt mal hin und schicke mal meine Luftkriege nach Hause. Die kann ich mir eine komplette neue Staffel hier geben. Und da ist er schon. Na, Black Rail auch da unten. Schön. Das war irgendwie eine schöne Runde. Ja, okay, ich habe fast die Damage mal meinen Sieg mal erreicht. Das ist für mich auch nicht schlecht. So. Jawoll. Schön. Das war ein leicht RNG-Treffer gewesen. Jawoll. Ja, bin nicht so wie auf die D-Jagd gegangen. Ich bin lieber ein bisschen auf Damage gegangen. Bismarck habe ich genervt, Roma habe ich ein bisschen genervt. Wechselkurve fast gar nicht, aber manchmal habe ich ein bisschen verteilt. So. Also, ich kann mal, es gibt Runden, ich habe wirklich Runden gehabt. Habe ich so übelst viel Damage gemacht und habe ich leider auch verloren. Ist so eine Sache immer, finde ich. Oh, mein Wappen. So, mal gucken. Und ich kriege auf einen Superkutter und Nachschade. Ich kriege da nicht. Ah, mal gucken. Mal sehen, ob wir ein schönes Runde haben. Kisere Mike. Aber. Warten wir lieber. So. Das war ein kleiner Auftakt. Das ist der erste Wappen. Schön. Naja. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Abend noch. Ja, also, ob und zu mal, wie gesagt, letzten paar Tagen habe ich CV gespielt. Es war nur teilweise echt rein und ran. Das Katze zu Fall gewesen. Wirklich schön viel Schaden gefarmt und sonst irgendwas. Aber sonst.
es war zumindest sehr ernüchternd gewesen mit zu Faust immer. Wir sagen, naja, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Oh, wir sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.